Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Don't Starve. Die Sucht ist stark mit uns, deswegen sind die Folgen manchmal länger als... Warte mal, welchen Tag sind wir jetzt? Sonntag. Jetzt sind wir Sonntag? Ja. Ja, Entschuldigung. Bin doch, oh, Alter, ich habe hier so einen Schweinekopf-Friedhof. Ach nee, hier können wir so ein Schwein opfern. Okay. Und also da, du musst gleich mal mitkommen, nördlich. Oder das machen wir in deiner Aufnahme. Mit deiner Aufnahme kommst du mal mit in mein Kusegebiet hier. Weil das ich bin jetzt also ich meine, du kannst auch noch weiter erforschen, weil ich mache jetzt hier sowieso die, ja, gleich ist die erstmal einfach Nacht, nur ne? so Grundmaterialien. Gleich ist halt erstmal Nacht, ne? Aber ich kann auf jeden Fall nochmal hoch für den Spinnen, aber ich bin halt so low, ne? Ich habe halt 40 Leben, das ist halt not enough. Ja, ich komme jetzt auch hoch. Du kannst schon mal ein Feuer machen, wenn du willst. Nee, ich bin noch gar nicht in der Base. Ja, dann wäre zuerst in der Base. Ich hab auch kein Holz. Ich kann gar kein Feuer machen. Aber ich habe ein Spinnennetz. Ja, ich habe nochmal die Bären geraidet. Ich habe ein Spinnennetz. Kannst du dich mal freuen? Ja, ich habe übel Bock. Gib mir den scheiß Bumerang so. Ich will einfach gucken, was der kann. So, die Falle kommt nochmal raus. Aber erstmal mache ich jetzt hier Feuer. Oh, die ganzen Setzlinge sind da. Ja? Oh, ey, oh, das hat aber ewig gedauert. Zweige für alle, Alter. So, ich habe auch 10.000 Bären noch mit dabei gehabt. Ich tue jetzt hier noch Sachen in unsere krasse Kiste mit dem Gold. Da ist auch noch ein bisschen Hammer drin, den nehme ich mal. Okay, aus. Vor meinen Augen hat gerade irgendwie ein Baum ist in Winterschlaf gegangen oder so. Das sah zumindest creepy aus. Du machst die Tür halt einfach nie zu, ne? Ich warte aber auf dich gewartet, ich habe dich doch schon gesehen. Schließ doch jetzt Tor. Okay. Wie machen wir's? Also, so. Ich leg dir jetzt erstmal das Spinnding da rein. Dann leg ich noch hast zwei. Hast du Blüten? Blüten? Nee. Doch. Kommt. Weil ich brauche 12 Stück für so einen Kranz zwecks Sanity. Da liegt's hin. Geil. Mach ich mir nämlich so einen lustigen Kranz nochmal. So, ich hab irgendwie Angst, dass es jetzt wieder anfängt zu regnen oder irgendwas. Irgendwas, was uns beunruhigt und wir nicht wissen, wie wir darauf reagieren sollen. Aber mein Hauptproblem aktuell ist halt wirklich, dass wir keinen Peil haben, wie wir Nahrung, wie wir Leben wiederherstellen sollen. Ja, das ist sehr beunruhigend. Ich meine, das Chemie-Ding, was ist die Magie? Wir haben ja ein. Ach nee, das ist ein. Nee. Veredelung ist auch nicht. So, wir brauchen auch noch Samen wieder, dann mache ich das gerade. Anpflanzen. Also diese super Beete sind auf jeden Fall worth, so die machen das 1000-mal schneller. So, jetzt habe ich ja noch die Fäulnis. Kann ich immer düngen. Ich glaube, wir müssen auch noch eine Kiste machen. Dazu muss ich deutlich mehr Holz hacken. Aber ich mache, glaube ich, noch eine Kiste mit so ein paar crazy Sachen rein. Geh mal kurz Holz hacken. Mach das. Ich mach grad mal die. Ich verarbeite mal offen, okay? die restlichen Froschschenkel. Weil die werden gleich schlecht. Bam, bam, bam. Wollen wir bam, ja nicht, ne? Bam. Wir haben aber 3 Dünger am Start und 4 Fäulnis. Aber die Dünger brauchen wir halt wieder für die. Für anderen Sachen. Du kannst. Vielleicht kannst du gleich auch einfach kochen, weil. Ich verschwende hier gerade ein bisschen Zeit. Du musst einfach nur 4 verschiedene Sachen reintun, oder was? Ja, und am besten machst du halt einfach 2 Blüten. Aber die Blüten gehen auch rein, wenn man das essen kann? Blütenblätter gehen auch rein? Keine Ahnung, hab ich noch nie. Also ich kann keine Blütenblätter benutzen, aber du vielleicht. Vielleicht liegt das an mir. Aber dann kannst du es ja nicht essen. Ja. Hier, ich hab dir übrigens die Seide reingelegt, ne? Du musst damit jetzt aber was machen. Ja, mach ich. Noch schnell. Also ich habe irgendwie Angst, dass wir random Sachen vergessen, wie zum Beispiel regelmäßig Holz hacken. Und dann. Winter kommt und es einfach kein Holz mehr gibt oder so. Ja. So ungefähr. Das wäre halt echt creepy. Ich habe jetzt hier auch so eine Drachenfrucht. Ich probiere mal was damit zu machen. Nein! Ach, shit. Doch. Nee, doch. Alter, der Frosch, der macht mich hier nervös. Komm. Ich muss eh mal lernen, Frosch zu killen, ohne Damage zu kriegen, damit ich ein bisschen Livestream kann. Na, es hat ja nicht geklappt. Da kommt bei mir gleich der nächste Versuch angehüpft. Och Mann. Edelung, gib mir mal ein paar Bretter.
So, und mit den Brettern machst du erstmal noch eine neue Kiste. Aber dass ich den Rucksack nicht normal aufnehmen kann, das ist super dumm. So, also, wir haben jetzt unendlich Stein. Das werden nie wieder ein Problem sein. Salpeter haben wir auch unendlich. Zweige habe ich auch übel viele da reingetan, ne? Materialkiste. Die Zweige nehme ich mal mit. Ich habe das Gefühl, ich mache unterwegs immer übel viel kaputt. Alter, du hast 40 Zweige geholt. Okay, übertreib's mal nicht, Junge. Mehr als 40, da ist noch ein Stack. Ja, holy shit. So, Feuersteine. Okay, wo sind die Frösche nochmal? Die sind ein bisschen östlich, ne? Ich muss jetzt gucken, dass ich mich Lifesteal, weil ich meine, ich habe ja Lifesteal. Wenn er nur zu dumm ist zu spielen. Alter, die haben aber auch eine übertriebene Hitbox. Hier ist ein Rucksack. Wieso ist meiner. Rucksack? Ja, weil ich meine Krassrüstung lieber anlege, wenn ich Frösche fighte. So, ja, das macht Sinn. Okay, ich gehe wieder in Richtung Süden. Nee, ich mache ein Spinnennetz. Wo ist das Spinnennetz nochmal? In der Essensbox. Okay, du tust mir die ganzen ekligen Sachen so zum Essen, Alter. Das ist halt GG, Alter. So. Okay, jetzt mach ich mir noch ein Brett. Okay, ich werde langsam zum Kalkmaster 3000. So, jetzt brauche ich Kohle. Scheiße. Holzkohle haben wir noch nicht, ne? Habe ich irgendwo einen Stack in die Basis gelegt oder kurz über die Base. Aber einer wird dir ja nicht reichen, ne? Doch, genau einer reicht. Wo ist denn der? Zeig mal. Über der Base, also außerhalb des Zauns. Ja. Oh. Da sind aber viele Frösche. Also kann man Frösche nehmen. Okay, Alter, hier sind echt viele Frösche. Achso, dass die Frösche das essen. Ja, mir wurde auch gesagt, dass die Frösche da so ein bisschen gierig sind. Ich glaube, ich fuck jetzt einfach einen einzelnen Baum ab. Nein. Ich weiß auch noch, wo Holzkohle liegt, aber das ist halt echt weit weg. Das ist halt da, wo ich den Dünger immer herhole. So, zack. Ja, da war ein Haller. Wurde selber angezündet. Haller, mein Arsch. Okay, es sind zu viele Frösche hier. Ah, wobei. Okay, also ein bisschen Leben raggen kann ich damit, aber ich krieg halt pro Frosch krieg ich halt ein Leben wieder. So, das ist halt einfach. Ja gut, das kommt natürlich. Ich glaube, wenn du. Hast du den Speer? Ja, ich habe den Speer. Okay. Ich habe von Anfang an einen Speer. Aber der verbraucht sich wohl nicht, oder was? Doch, klar. Aber der hätte. Weil zum Beispiel ich habe ein bisschen die Aufnahmen beobachtet, die wir irgendwie hatten. Und es hat sich. Die Axt von dem Axttypen hat sich nicht verbraucht. Also die war einfach nur auf Insanity eingestellt. Also okay, du hast 10.000 Hasenfallen, die musst du auch morgen mal raiden. Ich habe 3 Stück, ne? Oh, hier ist der Schwein. Oh. Zeit nach Hause zu gehen. Okay, krass. Okay, also ich habe jetzt ein paar Stachel auch von den Bienen. Okay, ich habe jetzt Holzkohle. Es geht los! Es ist halt hier gerade ein bisschen tricky für mich. Vielleicht gibt es hier noch manchmal einen verändern Übergang. Sich die Bäume. Manchmal sind die so gruselige Astsachen und dann sind die wieder normale Bäume und dann sind die wieder gruselige Astsachen. Ah, das stimmt. Das ist die Frage, auf was die Vögel uns noch für Sachen geben können, ne? Aber hast du jetzt mal dein scheiß Ding da? Ich habe jetzt einen Boomerang gemacht. Ja. So, und jetzt will ich mal gucken, was passiert. Steuerung F. So, verdächtige. Au, ich habe mich selbst damit getötet. Getötet? Heavy. Also nicht getötet, aber ich hab mir Damage gemacht. Ich hab nicht getötet, wenn du nicht getötet wurdest. Alter, das Ding macht übelsten Schaden, aber ich muss es irgendwie fangen. Ich habe mich jetzt wirklich fast gekillt. Wie viel Damage hast du bekommen? 20 oder so. Aber ich muss es selber fangen. Ich habe jetzt hier eine Lücke im Zaun. Scheiße, ich habe doch hier irgendwo noch Mauern gehabt. Alter, du kannst übrigens die Feldfrüchte und sowas auch ernten, ne? Ich muss das nicht immer selber machen. Okay, du bist leider zu gut in diesem Essensding. Aber ich brauche jetzt langsam wirklich HP. Verdammt. Okay, Boomerang ist da. Boomerang ist scheiße, Leute. Hey, warum? Dann gib mir das Ding, wenn du zu kacke bist. Okay, also ich glaube, du musst den nochmal anklicken, glaube ich. Aber der kam zurück, jetzt, oder was? Der kam instant zurück. Und alles auf dem Weg dorthin, der hat den Zaun in den Arsch gemacht mit einem Hit. Geh raus aus der Base, du machst das nicht hier. Ich habe nicht genug Leben, oder? Ich habe 40 Leben. Überlebe ich das? Weiß ich nicht. Ich habe nur noch 9. Weil es wieder Nacht. Und wie hast du was angegriffen? Ich habe einfach nur Steuerung F gedrückt. Pass auf, der kommt instant zurück zu dir. Und du musst ihn, glaube ich, anklicken oder so. Ich weiß es nicht, was passiert. Aber ich kann dich gar nichts angreifen. Was hast du denn angegriffen? Ich habe einfach nur die Luft angegriffen. Johnny, es wird gleich Nacht. Komm jetzt runter jetzt. Okay. Alter, ich fühle mich wie so einer, der so eine explosive Bombe um sich herum hat. Ja, Mann, ich verbaue jetzt Pfeile. Das ist, ist ja übel dumm. Wollte so einen Schlafpfeil oder so. Also Boomerang ist ja echt tödlich. Stammt aus Australien, das merke ich.
Ja. Oh, ich hab dir einen Hasen gegeben? Ich wollte ihn umbringen. Rechtsklick umbringen. Ja, aber kannst ich brate ihn mal. Auf jeden Fall das nächste Essen muss ich machen. Ja, eben, deswegen sollst du. Nimm mal die Bumerang aus der Hand, by the way, okay? Also, wenn du den irgendwie einfach random losschießt, na, dann war's das, Johnny. Johnny! Ich bin gerade am Kochen, entspann dich. Junge, nimm den Bumerang da weg, ich hab Angst. Der hat mir einfach True Damage gemacht. Okay, ich nehme mir deinen Speer in die Hand, bist jetzt beruhigter. So, kannst du jetzt den Hasen bitte mal krähen? Im Feuer? Im normalen Feuer? Ja, musst du immer Feuer, man kann den nicht direkt kochen. Ah, krass. Ja, ist keiner mehr da. Also, ich dachte, du hättest noch einen gehabt. Hat echt wenig HP. Okay, ich lese derweile, ne? Beziehungsweise, ich glaube, ich nehme den Hammer und mache erstmal das hier kaputt. Wo sind die ganzen Zweige hin? Ich habe übelst viel Zweige mitgenommen. Okay. Brauchen wir Asche für irgendwas? Das war ich auch noch nicht. Also aktuell irgendwie noch nicht so, aber kann ich mir schon vorstellen. Wo ist da eigentlich ein Brett drin? Hast du Hunger? Ja, ich habe Riesenhunger, Junge. Na gut, warte. Wow, du warst gerade im Topf und nimm den normalen. Ja, das ist übel geil. Dadurch kann ich dann quasi beides gleichzeitig machen. Boah, ja, das Ding hat richtig viel wiederhergestellt. Jetzt habe ich es gemerkt. Also davon hätte ich gern 4 Stück, Johnny. Das ist ja insane. Echt? Leben oder Nahrung hat das viel wiederhergestellt? Beides. Okay, also richtig viel Nahrung. Das Frosch-Sandwich gefällt dir besser als die Fleischbällchen. Also das Sandwich finde ich richtig groß. Was war das? Hast du gemerkt, ist irgendwas abgestürzt? Ja. Das war schon letztes Mal so, da habe ich so komische Pfeifgeräusche gehört. Hast du... Schon wieder, siehst du, da fliegen richtige Raketen. Lass da hin. Aber ich glaube, das sind die Steine, die jetzt quasi kreiert werden. Alle, mach die scheiß Tür auf. Warte, ich raste aus. Oh, die Bären. Komm, wir müssen erst die Bären fahren. Nee, ich geh runter. Nee, komm, du farmst die Bären. Das ist meine Aufnahme. Verpiss dich. Weiß, okay. Dann esse ich jetzt Samen. Was kam da runter? Ich glaube, es kommen Steine quasi runter. Hier sind so Brandstellen. Oh, hier ist ein Rebhuhn. Was töten? Oh, es sind richtig viele. Okay, ich komme. Wo? Die essen die Bären. Was? Die kommen aus einem Strauch raus und fressen. Oh, die werden jetzt aber von den Fröschen gefickt. Warte, den Natzen wir. Du musst die kaputt hauen. Nein. Ja. Ich kenne erstmal den Frosch. Ja. Oh, scheiße. Ich kenne den Frosch. Ja, ich treibe den in die Ecke. Was für eine Ecke? In Frankreich, Ecke, oder? Die Ecke der Map. Der ist übelst schnell. Herr Maxim. Ah, ich krieg den nicht, das lohnt sich nicht. Doch, ich komme jetzt. Der frisst das schon wieder. Ja. Wenn der jetzt da reingeht. Alter, wenn der die Bären nicht mehr hat, dann... Nein, du darfst den nicht haben. Ja, jag den weiter, du bist schneller. Ich muss hier den Busch ausgraben. Ey, ich brauch dich. Ja, ich komme. Nix Busch ausgraben. Komm her. Och man, Maxim, jetzt soll ich den alleine ineinander treiben? Alter, greift der nicht an. Vor allem, du wolltest, dass wir Rebhühner haben. Ich hab Butter gemacht. Alter, Maxim! Entschuldigung. Angreifen. Ja, Johnny, das wird nicht. Der ist doch zu fast. Du kitest nur dumm. Du darfst den ja nicht von mir wegkiten. Nee, nicht sofort wieder drauflaufen. Warten, wenn er stehen bleibt. So, und jetzt treib ich ihn zu dir. Ah. Da war ein Hit. Hast du ihn getroffen? Der hat 1000 Bären schon gefressen. Wir müssen den killen. Und du wolltest, dass wir das Vieh kriegen. Wie scheiße. So, ey, der geht jetzt nach oben. Johnny, das ist Zeitverschwendung. Nein! So, jetzt. Siehst du? Ja. Das ist sein Ernst. Das war's. Okay, wir. Ja, wenn der in der Base ist, ist geil. Der hat 10 Bären von uns gefressen. Ah, nee, nicht von uns. Der hat nur eine. Also aus unserer Base hat er nur einen gegessen. Ja, und hier draußen hat noch welche. Ach. Ja, die hier draußen kann ich gar nicht. Mann, Kacke. Erdbeeren ist aber auch ganz nett. So, okay, ich geh jetzt nach Süden. Ich will gucken, was da runtergefallen ist. Ja, ich auch. Mann. Boah, ich überlege, ob ich kurz in der Base nochmal, zur Base nochmal kurz gehe. Ja, ich gehe nochmal kurz zur Base und droppe erstmal ein bisschen Shit. Da wird da übelst viel Kacker mit. Also, ich hab definitiv zu viele Hasen, ne? Räusch, was der auch macht. Also hier sind halt voll viele Brandstellen, so als wäre hier was runtergekommen. Ja, ich glaube, das klang auf jeden Fall sehr meteormäßig. Warte, wir müssen hier nochmal neu düngen. Warte mal. Bist du? Also ab und zu müssen wir wirklich den neu düngen. Aber das Dünger hast du. Du hast ja die Scheiße. Ja,
Beim Essen natürlich. Ja, beim Essen. Also hier ist ein ganz verdächtiger Felsbrocken. Vielleicht kriegen wir da irgendwie Mondsteine oder so. Sollen ja auch ganz cool sein. Ne, es sind nur normale Steine. Hm. Kann ich trotzdem mal mitnehmen. Hm. Ja, das mit dem Links- und Rechtsklick, das verwirrt mich immer noch super hart. Hast du schon wieder vorhin das von uns gefressen? Nee, aber es ist halt, also manchmal muss man anpflanzen mit Rechtsklick und dann düngen aber mit Linksklick. So. Hm. Ich meine, du kennst dich hier im Süden schon aus, ne? Ich halt nicht, aber jetzt hier auch nichts wirklich entdeckt. Also das sind da so Druckstellen, so als wäre da was runtergekommen, aber... Irgendwie doch nicht. Ah, doch, hier ist ziemlich viel davon. Bam, bam. Aber ich sehe halt nicht. Das ist wirklich der Ding, weißt du? Ich würde halt erwarten, dass hier überall was ist und dann ist irgendwo halt so ein Meteor-Ding, den wir abbauen können oder so. Oh! Kleiner was? Gletscher. Oh. Ja, die Gletscher sind ganz nice, weil da kann ich. Das Eis kann ich halt bewerten. Also das Eis habe ich jetzt einfach die ganze Zeit gegessen, weil ich noch nichts gesehen habe, wozu wir das bräuchten. Ja, dann lass mich das so einfach mal kochen. Wie immer. Alles, was du fressen kannst, kann ich wahrscheinlich auch bekochen. Und mehr draus machen. Okay. Ich habe Butter auf allen Dingen. Ich habe einfach eine Blume gehackt und Butter draus gemacht. Bist du eigentlich hier für ein Vieh, Alter? Was? Boah, Butter ist worth, holy shit. Hast du es Alter, Maxim! Please! Nee, du kannst doch nicht so retarded sein. Butter muss doch dein erster Gedanke sein, kochen. Nee, du kannst doch, natürlich kannst du Butter kochen. Darm kann ich schon mal nicht kochen. Mann, Mann, Mann. Also, jetzt mach ich mal was, okay? Damit ich immer das Kochen lerne. Ich brauch immer vier Sachen, oder was? Johnny. Ja. Okay, ich mach jetzt hier einmal sowas rein. Ah nee, ich kann noch zwei Möhren reinmachen. Ja, aber Möhren sind zum Beispiel übel wichtig für uns. Die kochst du bitte nicht. So. Möhren kriegen wir ja quasi nur durch die Samen. Ein Möhrenverbot oder was? Ich kann also viermal Beeren reinmachen. Ja, aber das ist jetzt sinnlos. Du musst ja ein Fleischstück wenigstens dazu machen, sonst kann ich es ja nicht fressen. Boah, das ist ja für mich. Dann machen wir viermal Beeren. Wir müssen ja probieren, doch. Ja, guck, kein Tier wird gar nichts mehr raus. Kochen. Oh, shit. Hast du Holz? Ich habe immer Holz, Junge. Ich bin richtig paranoid seit der letzten Aufnahme. Ich habe immer Holz dabei, so. Ich bin der Einzige, der da oben diesen Wald besamt, so. Das ist einfach schlimm. Aber so, du, oh, hier, guck mal, wie schnell das ging. Ich habe da jetzt eine Handvoll Marmelade. Okay, das war nicht so. Achso, es hat satt gemacht, aber es hat nicht 4 HP wiederhergestellt. Kann ich das nicht einlagern? Du kannst immer zwei Sachen besetzen. Das ist voll weird. Ja, aber das ist ja sinnvoll, ne? Ja, cool. Hier ist alles nice. Geil, okay, was machen wir jetzt? Wollen wir zu den Spinnen nochmal gehen? Ja, weil zu zweit, ja. Ich würde nämlich ein paar Kampfsachen machen wollen. Dazu braucht man Federn. Federn und Stacheln. Wir müssen halt Leute töten. Also, oder wir gehen da unten zu diesen Viechtern. Die droppen diese Haare die ganze Zeit. Würde auch eine gewisse Bedeutung haben. Geschnittenes Gras. Das droppen die ganze Zeit. So, ich kann Eis und Frösche habe ich jetzt da mal reingeschmissen. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Ah, dazu brauchen wir auch das Schilf. Wo hast du das Schilf her? Auch von da oben. Ganz im Abende. Okay. Ja, wir müssen jetzt töten, Johnny. Ja, soweit Tag wird hier. Weil ja, daraus wird jetzt aber auch das. Ich kriege überall Fleischbällchen raus, obwohl ich es nicht mehr drauf anlege. Ich glaube, eine Karotte und drei Dings geben so ein anderes Ding. Okay, ich habe nochmal Stacheln gefunden übrigens. Also, getötet. So, jetzt bin ich auch ein Killer. Ich habe jetzt einen Speer. Los geht's. Geil. Warte, ich muss noch die Scheiße hier reinlagern. Steine, Zweige, die Samen. Das ist auch so eine richtige Müllkiste hier. Oh, warte, du hast ja schon Stacheln. Johnny, du bist ja richtig krass. Ja. Da brauchen wir ja nur noch... Wofür brauchst du denn die Stacheln? Ich würde gerne Blasrohre machen. Ein Blasrohr. Mhm. Gucke Zähne auf deine Gegner.
klingt doch geil. Elektrofeile können wir nicht machen, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Das ist halt, nee, das ist ein Hundezahn. Ja, Stacheln sind Bienen, so, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Genau, ein Schlaffeil. Die Frage ist, was machen wir mit schlafenden Tieren? Sam. Aber oh mein Gott. Okay, ich hab die Lösung. Die Frosch-Sandwiche bringen ja 20 Leben. Das ist ja, halt ist brutal, oder? Das ist ein Medikit, hab ich vorhin auch gesagt. Das Sandwich ist GG. Die haben unser Froschlager echt schlau gemacht, das ist mal ganz ehrlich. Ich glaube, ich töte jetzt hier sogar mal ein. Nee, cool, warte auf mich. Wir können die, wenn wir die zusammen machen, verlieren wir nicht mal Leben. Ja, aber wir verbrauchen gerade zu viel Tageszeit. Wir müssen okay, in der Nacht machen wir Food. Ja gut, da hast du natürlich recht. Aber ich warte jetzt noch, bis das eine fertig ist. Könntest du schon mal gehen wir jetzt. Und du willst jetzt nach Norden, hast du gesagt. Weil bei Norden war Party. Ja, aber weit in den Norden. Also das ist eine, haben wir eine richtige Fahrt vor uns. Alter, wie lange kocht dort denn? Weißt du, wenn man drauf wartet, dauert es halt immer länger. Ja, das stimmt. Wir haben keine Fäulnis mehr. Wo hast du den reingedonnert? Ich habe viel gedüngt. Ich habe ja übelst viele Büsche links von uns jetzt nochmal gepflanzt. Also alle Büsche, die ich gesehen habe, habe ich immer neu gepflanzt. Okay. Fertig. Ja dann, let's go. Ja. Also dann ich gehe jetzt. Komm mal, komm mit mir. Ich zeig dir den Weg. Jetzt auf den Weg. Okay, den Weg siehst du ja auch auf der Map. Holy shit. Was ist das? Hier auf dem Weg, der nach links oben führt. Nördlich von Portal ist es, glaube ich. Ja, dann warte mal auf mich, ne? Ja, da warte ich. Wir hier sowieso mal umschauen. Ich habe jetzt auch alles mit, also ich kann noch Fackeln oder sowas machen. Wenn es irgendwie okay, ja, mal sowas super tight sowas habe ich nicht dabei, aber ich habe. Ja, sowas habe ich halt immer dabei. Also ich kann uns eine neue Base bauen bei Bedarf. Okay, ich bin unter dir, ne? Komm mit. Ja. Sowas mache ich natürlich nebenbei noch. Du bist halt einfach geil, ne? Also. Holy shit. Das machst du halt nebenbei. So, du bist halt einfach geil. Und diese Arschlöcher da, diese Wurmlöcher, die müssen wir auch irgendwie. Mal. Ach ja, die Dinger soll man nicht angreifen, aber da haben auch viele Leute gesagt, mach da eine Base in der Nähe, damit ihr immer genug Scheiße habt. Können wir an die näher rangehen? Ja, oder? Ja, also am Tag ist es easy, wenn so ein bisschen dunkel wird, dann gucken die immer so komisch dann, aber habe ich auch noch nicht angegriffen. Guck mal hier auf den Weg. Das ist gerade nach Regen. Hier ist ein Tierfell. Tierfährte. Oh, was ist das? Siehst du das? Ja, das wow. Sind Bienen. So, und die Bienen müssen wir für die Stachel killen. Doch. Und wie machen wir das? Einfach angreifen und kalten. Okay, also ich hab die Aggro. Oh shit, das ist gut. Ich glaube, du hast nicht die Aggro. Okay, meine zwei habe ich. Okay, wieso greift der die nicht an? Okay. Du musst die einmal mit Linkskick angreifen, bevor du die mit F angreifen kannst. Oh, Alter, den habe ich aber richtig was gegeben, du. Okay, ich tank dir jetzt. Zieh durch. Okay, geil. Oh, das ging irritierend leicht. Honig ist auch dabei. Ja, nice. Okay. Jetzt so, kommt das Ding hier. Ja, der hat nur noch einen Angreifer. Kann ich nicht bestätigen. Okay, ich mach die Base. Nice. Honigwabe, nice. Die brauchen wir für das Ding. Für was für ein Ding? Ja, für unsere eigene Bienenzucht. Komm mit. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Komm mit, scheiß drauf. Ja, ich wollte nur Sanity auf. Ich glaube, je höher die Sanity ist, desto cooler kannst du fighten. Ja, meine ist die ganze Zeit auch voll. Meine war jetzt auch gut voll, aber jetzt wird es langsam wieder. So, also hier links ist schon mal sowas. Alter, was ist das denn? Das ist eine egal, komm mit. Das ist wach. Komm mit, please, mach jetzt keinen Scheiß. Hier oben, wir waren die Spinnen. Da links die Spinnen. Ah, du willst einfach alle Spinnen. Oh, die werden sie nicht mehr, oh, die Shit. Ah, doch, da kommt gleich Papa-Spinne. Da ist Papa-Spinne. Better run. Ich weiß nicht, ob wir die killen können. Boah, der kann springen! Okay, also warten wir jetzt, bis sie die Aggro verlieren und dann jagen wir sie das. Ja. Und der eine, der bleibt schön stehen. Nee, die ja. Also, die verlieren. Verlieren die Aggro. Ah, hier. Ruf. Boah, der leidet, aber wir auch! Oh. Nein! Also, ich wurde von drei gleichzeitig angesprungen. Aber ich kann irgendwie zum Portal fliegen, wurde mir gesagt. Okay, aber mein Problem ist jetzt. Ich habe richtig viel Material da oben. Da werde ich jetzt auch nochmal hochgehen. Also mein Problem ist ja jetzt, der hat was gefressen, die Spinne. Also ich brauche jetzt so ein Spinnending, um dich wieder zu beleben. Ja, das hast du doch. Nee, ich brauche so ein Spinnen-Superding. Oh, darauf bin ich langsamer. Eieieiei. Ich war zum Portal und guck mal, ob ich mal ein Portal wiederbeleben kann. Weil wo ich als Geist bin, ist ja eh fast egal. Ich will dir bloß ein Update geben, Nacht ist coming for you. Scheiße. Alter, das war zu brutal. Dass die alle drei gleichzeitig gesprungen sind, war halt RIP.
Ich guck mal, ob das am Portal funktioniert. Ich denke nicht so. Warum sollte das Game an einen easy Wiederbelebungsweg geben? Scheiße, ja, du hast doch die Honigwabe und alles aufgesammelt gehabt, du kleiner Gierschlund. Ja, meine Leiche liegt da, also der kannst du nicht. Ja, aber ich muss jetzt einmal kurz in die Base wegen Nacht. Shit. Okay, und die Folge ist auch zu Ende. Leute, Montag geht's weiter bei Maxim und wir müssen gucken, dass wir Maxim wiederbeleben. Bis dann. Ja, und dann müssen wir zu.